Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Pokémon angezockt Video von mir. Heute mit Pokémon Puzzle League, einem Nintendo 64 Spiel, was wir auf Nintendo Switch hier spielen. Wir haben vor kurzem auch Pokémon Stadium gespielt, Pokémon Snap gespielt. Heute ist Pokémon Puzzle League dran. Warum das Ganze? Ich habe das in meiner Kindheit nie gespielt, da ich keinen N64 hatte. Also muss ich erstmal kurz Professor Eich rein. Ich zeig dir, wie es geht. Redet der gerade wie Mario? Ich muss erstmal checken, wie das Ganze funktioniert. Oh mein Gott, danke! Das bringt mir so viel! Alles klar. Wisst ihr was? Scheiß drauf, wir gehen rein. Wir gehen einfach rein. Pokémon Center. Optionen. Puzzlespiele. Spiel ohne Zeitlimit. Zwei-Spieler-Duell. Ein-Spieler-Turnier. Zeitspiel. Oh Gott. Was? Übungszentrum? Demonstration. Übungsmodus. Was ist der Übungsmodus? Wir gehen mal rein. Ich soll jetzt mal ein bisschen üben. Combo-Ketten? Nein, okay, scheiß drauf. Wisst ihr was? Nee, das finde ich nicht lustig. Ich will kein Tutorial. Wir gehen einfach rein. Wir gehen rein in ohne Zeitlimit. Einfach rein. Wir spielen die Musik. Wir spielen als Gast. Game Mode 2D, 3D? Weiß nicht. 3D? Langsam? Ja. Leicht? Ja. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Okay. Oh Gott, und jetzt? Ich hab keine Ahnung! Aber das finde ich lustig. Okay. Okay. Und wie? Und. Britannia City im Hintergrund! Und wie drehe ich jetzt das Ganze? Kann man nur so wechseln? Kann man nicht anders wechseln? Okay. Es geht auf jeden Fall darum. Ah, Pomelo freut sich! Es geht auf jeden Fall darum, dass man immer schön die Ketten hier macht. Und je besser die Kombos natürlich, umso besser, ne? Was ich noch nicht verstanden habe, ist, kann ich jetzt meinen Controller nicht drehen? Also die Tastenbelegung im Spiel bringt mir ja nichts. Ne? Kann ich sagen, okay, ich gucke in die Optionen. Weil das hilft nichts. Und wahrscheinlich brauche ich bessere. Ich sehe halt oft nicht so mehrere Kombis. Wahrscheinlich darf der Turm nicht oben anstoßen. Aber wie soll ich das denn machen? Ah, runterschubsen. Ach, lol. Ich kann die also runterschubsen. Aha. Okay. Oh, das ist ja... Das ist aber ein nices System. Und das ist das 3D jetzt also, was ich spiele. Ich habe kurz Angst, dass alles runterfällt. Das muss man so machen. Das ist also das 3D. Wenn es ein 2D-Spiel ist, ist es dann eher so Tetris-mäßig. Müssen wir uns auch gleich angucken, nachdem ich hier ein bisschen reinübe mal. Aber okay, kann ich verstehen, warum das Diana als Kind gern gespielt hat. Also typisch ihrs, ne? So puzzelmäßig. Ich werfe mal den runter. Aber wie gesagt, wenn man... Oh, ein Vierer! Wenn man die Steuerung nicht so ganz beherrscht, ist halt auch nicht so einfach. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man auch die Kästchen irgendwie anders drehen kann. Wenn ich jetzt den hier rüber mache... Ah, das geht ja auch, ne? Pika! Ah, noch eins! Pika, er freut sich! Pikachu ist begeistert von meinen Skills hier. Sag's euch, wie es ist. Pika! Ah, noch eine Kette. Und jetzt noch ein drauf. Hier, ein Sechser. Ein Sechser, Leute. Könnt ihr das glauben? Ich habe einen Sechser gemacht hier. That's what she said. Wieso wechselt die Musik da jetzt? Ein Problem, wenn das ganz oben ankommt? Wahrscheinlich, ne? Ey, ich bin einfach viel zu langsam. Ich glaube, ich habe zu viel erschießt, dass es oben ankommt. Das ist echt nicht so einfach. Aber es ist ein cooles Prinzip. Ja, die Musik ändert sich, je höher der Turm geht. Okay, also 3D ist schon hardcore, aber ich fühle es. Ich fühl's. Bin voll drin, Leute. Habt ihr damals... Oh ja, jetzt hüpfen sie schon. Ah, scheiß drauf. Lass oben ankommen. Habt ihr damals Pokémon Puzzle League gespielt? Wir hatten Pummeluft gerade was vorgesungen. Habt ihr damals Pokémon Puzzle League gespielt in eurer Kindheit? Oder war das eher so ein Diana-Ding, so ein Geschicklichkeitsspiel? Also ich kann mir gut vorstellen, wieso ist jetzt... Jetzt hüpft's wieder. Lass oben ankommen. Habt ihr es damals gespielt in eurer Kindheit? War das was für euch? Oder sagt ihr, ah, nee, das war damals nix. Erneut versuchen? Nein. Jetzt würden wir gerne das 2D nämlich mal angucken.
Marathon, Gast, ja. 2D. Ich denke, das ist vielleicht leichter. Ja, jetzt ist es eher so Tetris-mäßig, ja. Ja, das ist, denke ich, viel leichter. Aber das Grundprinzip, oh, das geht trotzdem schnell hoch. Man kann bestimmt das irgendwie drehen. Oh, lol! Ich habe den Knopf gefunden, damit es schneller nach oben fährt. Wie gesagt, das Problem ist, dass ich die Knöpfe ja selber rausfinden muss. Ich kann nicht in die Optionen gucken, es bringt mir nichts. Also damit geht es schneller nach oben mit der Taste. Auch okay. Aber gibt es echt keinen Knopf, um das Ding zu drehen? Was, mit dem geht es auch schneller nach oben? Cool. Hm. Oh, nee. Ich kann es nicht drehen, das Ding. Ich kann es nicht drehen? Wenn man das Ding nicht drehen kann, das geht doch nicht, oder? Spinne ich jetzt, oder ist das dann gar nicht möglich? Hä? Wie soll ich jetzt die ganzen Sachen zusammenfügen, wenn ich das nicht drehen kann? Hm. Ist es doch möglich? Ich überlege gerade, ist es so sinnvoll? Sollte das so sein? Mache ich das richtig? Gibt es da noch einen anderen Knopf? Und ich sehe gerade nichts mehr. Mach ich das Ganze richtig oder nicht, ist die Frage. Ob du richtig bist oder nicht, sagt dir das Licht. Das muss man da... Kann man das drehen? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe das Gefühl... Hoppla, toll, beide noch verrückt. Ich habe das Gefühl, es müsste man das irgendwie drehen können. Aber nein. Ich weiß nicht, also... Irgendwie weiß ich so nicht, wie ich das Ganze... gewinnen soll. Ich bin mir gerade echt unschlüssig. Oder werde ich gerade zu langsam zum Profi? Wer weiß. Guckt euch an! Guckt euch an! Muss man das so machen? Mache ich das jetzt richtig, Leute? Geht das auch? Nee. Hm. Wie kriege ich das nicht runter? Mach ich den ganzen Bums? Ich kann ja rauswerfen, stimmt. Stimmt, es geht ja auch. Oh mein Gott, ich werde langsam zum Profi. Ich check's langsam. Ich check's langsam, Leute. Ich check's langsam. Ich glaube, ich krieg das hin. Wäre ich zum Puzzle-League-Profi, Leute? Nehme ich aber auf? Nehme das auf, das heißt Kill-Gameplay. Es ist schon ein bisschen süchtig machen. Und ich glaube, ja, man kann es doch nicht drehen. Das macht irgendwie doch alles Sinn. Jetzt krieg ich den nicht weg. Wäre das mal schneller, oder spinne ich? Wäre das mal schneller? Ich spiele doch auf leicht. Das kommt mir immer schneller vor. Weil ich gerade keine Kette mehr so richtig hinkriege. Ein Vierer! Ich sag's euch ehrlich, die Musik dazu ist sehr entspannend. Das löst sich gleich selbst auf hier unten, das Grün. Hm. Habla.
Ich glaube, ich werde Pro. Oh, Gott, die Ketten an. Das ist schon krass, was Rabbit hier macht. Hey, kann man das auch auflösen? Guckt's euch an! Ich dachte schon, wir haben verloren! Ihr kriegt das voll gut hin. Ja, ich spiele auf leicht. Leckt mich. Aber ich glaube, ich krieg das hin. Also, Pokémon Puzzle League macht Spaß. Wieso gibt's von diesen ganzen Pokémon-Spielen nicht ständig neue Teile? Seid ihr blöd? Er kann damit so viel Geld verdienen. Wenn es sogar mir Spaß macht, jemanden, der damit eigentlich gar nicht so viel am Hut hat. Oh Gott, ich hätte es fast aufgelöst, ne? Guckt's mal an. Ich hätte es fast aufgelöst. Weiß nicht, ob es bringt, aber ich hätte es fast aufgelöst. Ich wollte es nur nochmal anmerken, dass ich es fast aufgelöst hätte. Ich rieche den Copyright Strike auf das Video wegen dem Sound. Ihr auch. Na, 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 na. Okay, lässt sich wieder gleich was zeigen. Oh. Oh Gott. Stimmt, wenn man das. Alter, bin ich krass. Ich bin so krass. Ich rassiere hier so durch. Zack. 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 Ey, das Spiel kann selbst nicht glauben, was ich hier abreise. Ich spiele seit 5 Minuten diesen Modus gerade? Das ist echt krass. Wie flauschig sich das ganze Spiel. Natürlich, je schneller man ist, umso eher schiebt man dann die Sachen auch nach oben. So zack, zack, zack. Ne, zack. Bam. Rein da. Zack. Das dahin. Das dorthin. Da schiebst du den da rein, dann schiebst du den da runter und. Ja. Wisst ihr, ich meine, je schneller man ist, umso besser fühlt es sich aber auch an. Zack. Oh, die Kombo, die war so lecker schmecker. Und selbst bekackt. Die war so lecker schmecker. Guck dir mal, wie schön die da stehen. Ah, macht schon Laune. Es ist ein bisschen süchtig machen. Also, ich kann gerade irgendwie nicht aufhören. Oh nein, jetzt habe ich die Kombo verkackt. Ich kann nicht aufhören. Leute, ich glaube, wir sehen uns in 3 Jahren wieder, wenn ich ein bisschen weitergespielt habe. Ja. Also mir ist das Game echt geil. Ich kann es nur empfehlen, dass ihr auch mal in diese alten Games auf der Switch reinguckt. Es lohnt sich. Und vor allem, wie gut gemacht das ist mit ihrem Emulator. Ne? Kann man auch nicht meckern. Es ist nicht irgendwie so ein Blödsinn, was sie da gemacht haben. Aber ja, ich denke, es reicht. Aber es ist echt nicht so ein Blödsinn, was sie da gemacht haben. Es fühlt sich gut an, es ist gut emuliert, es spielt sich gut. Auch wenn man erstmal in die Tasten reinkommen muss. Denn das Spiel erklärt es einem ja nicht wirklich, ne? Weil du hast nur die N64-Tasten und ich habe hier keinen N64-Controller. Natürlich kann man, glaube ich, auch mit einem N64-Controller spielen auf der Switch. Aber ja, ist ein geiles Game. Pokémon Puzzle League, probiert es mal aus. Ich finde es nice, wenn ihr es auch nice findet. Lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu kommentieren, abonnieren. Habt ihr es damals gespielt als Kind? Ja, nein und so weiter. Und guckt jetzt auch gerne rein auf der Endcard bei Pokémon Stadium, Snap und so weiter. Bruder Fass geht raus, haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.